Jetzt am Wochenende ist Start der Passionsspiele in Kelmis. Verständlicherweise ist man nervös, aber man ist auch froh, dass diese viele Vorarbeit sich mittlerweile sieht man, dass es sich lohnt und dass nach jedem Aufwand, der getrieben worden ist und dank an eine komplette gute Mannschaft, dass wir jetzt imstande sind und bereit sind, nervös sind vor allen Dingen, dass es endlich losgeht, damit man einmal ins Rollen kommt. Und ich glaube, dass wir jetzt soweit sind und parat sind. Es ist viel geschafft worden und gemacht worden. Also die Kelmiser Passionsspiele können starten. Bevor es aber so richtig losgeht, gibt es noch eine Generalprobe. Heute ist noch eine normale Probe mit den Darstellern. Und morgen Abend gibt es die Generalprobe in Kostüm von der ganzen Truppe mit Statisten, Figuranten, Spieler. Die komplette Mannschaft steht morgen an mit Bühnenwechsel und so weiter. Also komplette Darstellung morgen Abend als Generalprobe. Dieses Jahr stehen die Passionsspiele unter dem Motto bedingungslose Liebe. Wir haben die Zeit genutzt, da wir ein Jahr verschoben haben mit den Spielen, haben wir die Zeit genutzt, uns Gedanken zu machen zu dem gemeinsam gefundenen Thema bedingungslose Liebe. Und da gibt es Bilder, die man zeigen kann, die auch im Rahmen dieses Themas in die Passionswoche passen. Es ist in die ganze Passion, die wir jetzt spielen, bleibt die traditionelle Passionsspiele, wie Kelmis sie kennt. Aber es ist gerafft worden, es sind neue Bilder eingefügt worden. Und man hat das auch benutzt, damit der Zuschauer sich darüber mehr Gedanken machen kann und immer wieder zum Thema bedingungslose Liebe, was heißt das? Und was Jesus dann auch dargestellt hat in gewissen Zonen, wo er für ihn gibt es bedingungslose Liebe, heißt ja, ich gebe was und erwarte nichts zurück. Und das ist das Thema, das Motto, und das wollten wir in verschiedenen Bildern in der Passion reinbringen. Und andere Texte, die man kennt und kennt und kennt, die hat man dann überarbeitet und gestutzt hier ein bisschen da, hier und da. Bei 11 Aufführungen zählt man auch dieses Jahr wieder mit vielen Zuspruch. Ja, die Rechnung ist schnell gemacht. Man muss positiv sehen, wir sind nicht mehr in der Zeit von 1950 und 1960. Dann war es selbstverständlich, dass jeder Kelmiser zur Passion kam. Mittlerweile haben auch viele Leute diese Passion gesehen. Wir haben eine Kapazität von 4.500 Karten, 4.500 Zuschauer, die Gelegenheit hätten, die Passionsspiele anzuschauen. Man ist, wenn man positiv denkt, und positiv müssen wir denken, dass wir eine dicke Anzahl, über 3.000 erreichen wollen. Es haben sich verschiedene Passionsgruppen angemeldet, die kommen. Unsere Nachbarn aus Venlo, aus Tegelen, die sind immer dabei, wie wir immer bei denen dabei sind. Es kommt eine Delegation aus St. Margareten im Burgenland aus Österreich. Es kommen Leute aus Saalmünster. Aus Saalmünster, das ist bei Würzburg. Die haben sich angemeldet, Wintrich an der Mosel. Und wahrscheinlich auch die Delegation vom Vorstand der Europassion, die kommen aus Saarbrücken. Um die Passionsspiele zu eröffnen und zu spielen, braucht man eine Menge Darsteller. Es ist eine wunderbare Truppe, wo es uns gelungen ist, diese wieder zusammenzutrommeln. Man muss bedenken, dass in den vergangenen 8 Jahren doch viele Leute 8 Jahre älter geworden sind. Vor allen Dingen die alten, erfahrenen, die Jahre schon dabei waren. Also davon sind viele ausgeschieden durch Krankheit, Sterbefälle und so weiter. Und ich bin stolz, dass ich wieder eine Truppe so zusammengetrommelt habe, dass wir endlich dieses Event in Kelmis, die Kelmiser Passionsspiele, diese Tradition weiterführen können. Und ich hoffe auch, dass meine Nachfolger dann danach auch noch dabei sind, das Ganze wieder anzupacken. Weil es ist ein zu tolles Ding. Und ich glaube, die Truppe ist genauso wie ich jetzt reif. Es muss jetzt losgehen. Geprobt haben wir lange genug. Jetzt muss es starten. Aber wie gesagt, es ist eine tolle Sache. Und ich bin stolz. Ich spreche nicht nur von Darstellern und Statisten. Ich spreche von dieser ganzen Equipe. Sei es die Näherinnen, sei es die Bühnenmannschaft, die Bühnenbaumannschaft, sei es die Schminke. Alle, die ganze Organisation, dieses ganze Paket wird ab Samstag bis Ostern hier in der Patronage leben. Ich schätze, dass wir da mit Statisten und Darsteller
an 70, 80 Leute sind. Und dass der Rest dabei, alles was dabei kommt, da ist 10, 12 Leute in der Bühnentechnik, in den Bühnenumbauszenen und so weiter dabei. Die Küche ist natürlich dabei, die Verpflegung der Leute, die Schminke, wenn man alle zusammenzählt. Kovikal ist dabei, die Feuerwehr Kelmis unterstützt uns auch in der Bewachung und so weiter. Also es kommt schon eine ganze Truppe zusammen. Zahlreiche Bühnenbauer sind auch während der Passionsspiele damit beschäftigt, die Kulisse zu ändern. Die Kulisse, es gibt 10 Bühnenbilder, die regelmäßig gewechselt, die wechseln sich ab. Das geht von Jerusalem, das ist das Bild, das wir jetzt hier aufhaben, das Bild von Jerusalem bis zur Kreuzesabnahme, bis hin zur Wiederauferstehung. Also die Bilder, die laufen, Bühnenvorhang geht zu, spielt das Spiel weiter in der Vorbühne, sind ja auch Szenen, die sich vor der Bühne selber abspielen. Eine ganz geringe Anzahl an Rollen ist doppelt besetzt. Die meisten Rollen sind nicht doppelt besetzt. Es sind einige doppelt besetzt, auch durch Verhinderungen von oder Krankheit und so weiter. Das kann es geben, das ist vorgesehen. Also ich rechne auf normaler Spielzeit inklusive halberstündiger Pause an 3,5 Stunden. So wie beim Theater gibt es auch hier eine Soufflöse. Bei uns gibt es sogar zwei. Da gibt es wohl auch zwei, die sind aber in den Kulissen. Was auch noch sehr gefährlich ist, weil das sind ja die Mikrofone, die hängen. Aber das wird alles so abgestimmt und abgespult, dass unsere erfahrenen Soufflösen, zwei Damen, die das machen, die machen das schon, die haben Erfahrung und die machen das gut. Besuchen auch Sie die diesjährigen Passionsspiele in Kelmis. Beginn ist am 4. März und das Ende ist am 7. April, jeweils samstags und sonntags. Ich würde mich freuen, auch wegen Samstag, wegen der Premiere, wenn Leute jetzt am kommenden Wochenende nicht wissen, wohin, gerne am Samstagabend noch zur Patronage. Es ist immer so, das Verhalten der Bürger, wir warten mal ab, wir schauen mal, wir lassen erst zweimal, dreimal spielen und dann ist es immer noch Zeit für Karten. In die Premiere sind noch sehr viele Plätze frei und danach drängen bitte darauf, kaufen Sie Ihre Karten. Weil es lohnt sich, diese Karte zu einem demokratischen Eintrittspreis zu erwerben. Wir sind hier Donnerstag, Samstag, Sonntag präsent in der Vorne, neben der Patronage im alten Bibliotheksgebäude. Da werden die Karten vor Ort verkauft, aber vorwiegend stellen wir fest, dass doch online läuft. Über passiochristi.be finden Sie unser Ticketshop. Sie suchen sich Ihre Plätze aus. Sie suchen aus, Sie gehen zur Kasse und Sie erhalten Ihre Karte zu Hause.